Heute gucken wir uns das zweite Video der Reactive Form Angular-Reihe an und heute geht es darum, dynamische Formulare oder Formular-Arrays zu bauen. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es nochmal um Angular und zwar werden wir Reactive Forms bzw. dort Formular-Arrays oder sogenannte dynamische Formulare bauen. Also Formulare, wo wir noch nicht wissen, wie viele Formularfelder wir eigentlich validieren und erzeugen müssen, sondern wo im Laufe des Ausfüllens des Formulars der Nutzer selbst entscheidet, er braucht mehr Formularfelder und kann sich die dynamisch hinzuaddieren, ohne dass Angular damit Probleme hat. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, richtet sich aber eher an die Fortgeschrittenen unter euch. Was heißt, ihr solltet schon wissen, was Angular ist, wie Angular funktioniert, sollte TypeScript und SAS natürlich, also CSS, können und HTML natürlich auch. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme habt zu diesem Video, ganz oben in der Videobeschreibung wie immer ein Link zu Discord, da könnt ihr der Community join, Fragen stellen, Fragen beantworten oder einfach mal Hallo sagen oder euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los, viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier schon eine kleine Preview, die ich vorbereitet habe. Es gibt hierzu keinen Link, es gibt unten in der Videobeschreibung einen Link zum ersten Part dieser Tutorial-Reihe und natürlich zu weiterführenden Informationen zu Reactive Forms. Aber was genau sind denn Form Arrays oder Dynamic Forms, von denen ich gesprochen habe? Und zwar bietet Angular bzw. Reactive Form die Möglichkeit, ein Formular dynamisch anzupassen. Ich habe jetzt hier ein Input-Feld, einen Button, wo ich einen Member hinzufügen kann und einen Submit-Button, der disabled ist, weil unser Member-Feld leer ist. Wenn ich jetzt hier reinschreibe User, seht ihr, unser Formularfeld wird grün, weil es valide ist und hier unten wird unser Button klickbar, weil unser Formular an sich valide ist. Wenn ich jetzt aber einen Member hinzufüge, erzeugt unser Formular zwei zusätzliche Formularfelder, nämlich Vor- und Nachname und unser Submit wird damit wieder ungültig, weil diese beiden Felder ebenfalls als required markiert sind. Also muss ich jetzt hier Max Mustermann reinschreiben. Und Mustermann, so, und in dem Moment wird unser Formular wieder gültig, weil alle Werte korrekt eingetragen sind. Ich kann den hier auch wieder rauslöschen, ist immer noch gültig. Ich kann auch hier zwei hinzufügen oder ganz, ganz viele, das macht keinen Unterschied. Angular verwaltet das im Hintergrund und das ist alles validiert, wird alles mit dem Reactive Form übernommen. Wäre quasi so, als wenn ihr selbstständig einfach jede Menge zusätzlicher Formularfelder da eintragt. Es funktioniert nur deutlich einfacher und wie das Ganze jetzt aufgebaut ist, das gucken wir uns mal an. So, als erstes geht es los mit dem Setup. Ich habe hier eine Standard-Angular-Anwendung, die habe ich einfach kurz erzeugt und ich habe hier, wie letztes Mal auch, das Reactive-Form-Module in meiner app.module.ds hinzugefügt. Mehr habe ich hier nicht gemacht. Außerdem habe ich hier in unserer app.component.sas ein paar Farbvariablen definiert, habe dafür gesorgt, dass das Formular sich untereinander anordnet, habe hier einen Div-Container bzw. eine Klasse mit Form-Array gestylt, dass sich auch da drin alles untereinander anordnet, dass ein bisschen Platz zwischen den einzelnen Form-Array-Div-Containern sein wird, ein bisschen Padding, ein bisschen Border-Radius, habe dann die Textfelder gestylt, habe natürlich auch die Validation übernommen. Wer mehr dazu wissen möchte, das ist unten in der Videobeschreibung aus dem letzten Video erklärt. Prinzipiell habe ich dann noch einen Button gestylt, sodass halt der Submit-Button beispielsweise ein bisschen Abstand bekommt und wenn er disabled ist, halt einfach ein bisschen Opacity. Das hier sollte niemanden, der dieses Video guckt, wirklich interessieren. Es ist einfach nur ein bisschen Formular-Styling. Es hat nichts mit Reactive Forms zu tun und wir können das daher einfach schließen. Das ist auch schon alles, was ich vorbereitet habe. Unsere app.component.ds ist, wie ihr seht, noch komplett leer. Sie ist erzeugt, aber mehr auch nicht. Und unsere app.component.html ist ebenfalls komplett leer. Und das sollten wir jetzt mal ziemlich schnell ändern. So, los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial. Und zwar als erstes brauchen wir ein Formular, wie auch das letzte Mal. Dazu sage ich hier public und sage hier memberListForm vom Typ formGroup. Und das wird definiert durch sys.createform, also eine private function mit dem Namen createform. Diese müssen wir halt jetzt auch noch definieren und zwar sagen wir hier createform und diese Funktion returnt uns einfach eine form group. Mehr müssen wir hier gar nicht tun, erstmal einfach nur return hier reinschreiben. Weil wie das letzte Mal angekündigt, eignet sich vor allem in dynamischen oder form arrays die ganze Geschichte mit dem Formbuilder, was ich ja im letzten Video schon angedeutet habe. Und zwar sagen wir jetzt hier, wir haben eine Private und diese Private ist der Formbuilder. Ups, Formbuilder. So, das Ganze ist auch importiert und wir können jetzt hier unten sagen, okay, wir erzeugen jetzt mit dem Formbuilder eine Group und diese Group hat einen Namen und zwar ListName und ListName besteht aus einem leeren String, hat erstmal keine Validatoren, keine asynchronen Validatoren. Aber hier wollen wir einen hinzufügen und zwar sagen wir hier validators.required, also dieses Feld ListName ist Pflicht
Und jetzt kommt das eigentlich Interessante. Und zwar haben wir neben unserem List-Name, wie wir vorhin gesehen haben, auch noch verschiedene Member. Und das nennen wir Memberlist. Und dabei handelt es sich ebenfalls um einen Formbuilder und hier um einen Array. Und dieser Array wird erstmal, einfach nur durch einen leeren Array definiert. Und mehr machen wir hier erstmal gar nicht, sondern wir wollen jetzt erstmal unser Form im HTML-Part unserer Seite erstellen. So, in unserem HTML-Part sagen wir jetzt, okay, wir haben hier ein Formular. Wie auch das letzte Mal haben wir hier eine Form-Group. Diese Form-Group ist Memberlist und hier haben wir natürlich jetzt einige interessante Werte. In unserem Fall haben wir hier erstmal ein Input vom Typ Text mit einem Placeholder. In unserem Fall sage ich hier Listname und sage hier, wie auch das letzte Mal, Form-Control-Name. Und in unserem Fall ist ListName der FormControlName. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, erhalten wir hier einen Listnamen. Wenn ich hier reinklicke und rausklicke, wird es invalid. Wenn ich hier was reinschreibe und rausklicke, wird es valide. Also unser Formular funktioniert schon mal wunderbar. Und wir können das jetzt noch ein bisschen erweitern und sagen, okay, wir haben hier auch noch einen Button. Dieser Button ist vom Type Submit. Und hier drin steht einfach Submit. Wenn ich das jetzt abspeichere, ist der hier klickbar. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen das, wie ich das letzte Mal auch schon gemacht habe, legen wir hier ein Disabled drauf. Und hier sage ich jetzt aber ist Disabled, beziehungsweise das ist falsch geschrieben. Das muss eigentlich so heißen. Und diese Funktion sollten wir uns auch mal kurz erzeugen. Was heißt, wir sagen Public ist Disabled und diese Funktion gibt uns ein Boolean zurück. Return und in diesem Fall ein Statement. Das Statement ist quasi identisch mit dem, was ich das letzte Mal auch schon erzählt habe. Und zwar sagen wir sys. Und dann beziehen wir uns auf unser Formular. Wenn dieses Formular valide ist, valid, und wenn dieses Formular nicht nur valide ist, wenn dieses Formular nicht nur valide ist, sondern auch wenn es touched, oder wenn es auch dirty ist. So, das Ganze speichern wir jetzt ab. Sollte das jetzt disabled sein, in dem Moment, wenn ich hier was reinschreibe und rausklicke, wird es klickbar. Damit haben wir jetzt schon mal wunderbar unseren Button hinzugefügt und wir haben unser funktionierendes Formular. Aber es unterscheidet sich jetzt ja noch nicht so wirklich von dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Und ja, das müssen wir jetzt ändern, denke ich mal. So, und zwar kommt jetzt der eigentlich interessante Part. Und zwar haben wir hier diesen Form-Array, der Memberlist heißt. Wir können den nicht einfach so subscriben und im Frontend anzeigen, sondern wir müssen uns hier eine Funktion erstellen, also eine Getter-Funktion, die einfach sagt, okay, diese Getter-Funktion heißt Memberlist. Die sollte immer genauso heißen, wie das Form-Element hier auch heißt, also das Form-Control. Und hier sagen wir, okay, diese Funktion returnt uns etwas, und zwar einen Form-Array. Und in diesem Fall sagen wir also return sys.memberlistform. Und dann hier sagen wir get und beziehen uns jetzt, wie auch letztes Mal bei den Fehlermeldungen, einfach auf unsere Memberlist und sagen hier as form array. In dem Moment, wenn ich das Ganze so abspeichere, können wir das jetzt hier nutzen und im Frontend anzeigen. Und das sollten wir unbedingt jetzt mal machen. So, um Formfelder im Frontend anzeigen zu können, erzeugen wir uns erstmal zwei ng-Container. Und zwar, das ist der erste und wir brauchen jetzt noch einen zweiten. Und man sollte für sowas immer ng-Container nutzen, weil man kein wirkliches DOM-Element braucht, weil man nicht stylt. In dem Moment sollte man immer ng-Container nutzen. Das nächste, was wir hier machen, ist, wir definieren unseren Form-Array-Name und das ist in unserem Fall Memberlist. Und das nächste, was wir hier brauchen, ist, wir wollen ja durch unsere Liste durchgehen. Das heißt, wir brauchen eine Loop, also sagen wir let member of memberlist.controls. Außerdem brauchen wir hier unseren Index, also i gleich Index. Das gibt Angular mit der ng4 einfach mit. Und in dem Moment können wir durch unsere Memberlist durchlaufen lassen, also durchloopen. Und hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, zeig uns doch hier einfach mal member.value an als JSON. Und wir können jetzt noch ein bisschen weiter ausholen. Und zwar sagen wir, wir haben hier auch noch einen div-Container mit form-array und schieben unser JSON-Output hier rein. Form Array ist für euch relativ unwichtig. Das habe ich einfach nur vorhin auch im Styling schon erwähnt, dass ich ja einfach hier so einen kleinen Rahmen um unsere Form Group machen möchte, beziehungsweise um die einzelnen Elemente des Form Arrays. Hat nur Styling-Bedeutung, keine sonstige Bedeutung für dieses Tutorial. In dem Moment sehen wir hier noch nichts, weil unsere Werte sind komplett leer. Also müssen wir erstmal neue Form Groups erzeugen, die wir dann hier auch anzeigen können.
Um natürlich jetzt neue Elemente hinzuzufügen, brauchen wir erstmal einen Trigger. In unserem Fall ist das ein Button. Und hier sage ich einfach Mitglied hinzufügen. So, hier gibt es natürlich ein Click-Event auf dem Button und hier sage ich addMember. Also dieser Klick auf den Button triggert die Funktion addMember. Die gibt es natürlich noch nicht, das sollten wir jetzt ändern. Also sage ich eine Public-Funktion addMember und diese returned void, also die gibt uns nicht zurück, sondern die sagt sys. Und hier memberList, also die ruft unseren Getter auf und sagt hier einfach push. Und in dem Moment, wenn ich hier etwas reinpushe, könnte ich jetzt einfach ein Form Group, ein Form Control dort reinpushen. Das möchte ich aber nicht, sondern wir wollen das ein bisschen schöner lösen. Und zwar erzeugen wir uns eine Private-Funktion und die nennen wir CreateMember. Das ist einfach ein bisschen praktischer und die returnt uns eine Form Group. Und hier sagen wir Return und können quasi das hier einmal copy-pasten. Und sagen hier Vorname und damit ist das hier auch schon fertig. Und das machen wir nochmal und sagen hier Nachname. Damit haben wir unsere Form Group für unseren CreateMember erzeugt und können jetzt hier unten einfach sagen sys.createMember, wenn die Funktion addMember getriggert wird. Aber warum habe ich das so gemacht? Einmal ist das leichter zu testen, falls ihr irgendwie Unit-Tests machen möchtet. Allerdings ist es auch einfach dynamischer. Diese Funktion hier könnte zum Beispiel eine Funktion sein, die entscheidet, ob man einen Admin hinzufügen möchte oder einen normalen User. Und wenn man zum Beispiel einen Admin hinzufügen möchte, könnte man dann hier noch ein zusätzliches Formularfeld ausgeben, was zum Beispiel bei einem normalen Member nicht vorhanden ist oder nicht existiert. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern und ich hier drauf drücke, seht ihr, wir haben hier eine Ausgabe erzeugt mit Vor- und Nachname, also unsere beiden Werte, die wir hier definiert haben, die beiden Form-Controls, werden im Frontend angezeigt. Und was wir jetzt machen müssen, ist natürlich daraus auch eine wirkliche Formulargruppe erzeugen. So, nachdem wir jetzt hier unsere Liste ja theoretisch hinzufügen können, brauchen wir hier mehr als nur so ein JSON-Log quasi, sondern wir wollen sagen, okay, wir wollen hier eine Form-Group haben. Hierzu kopiere ich mir jetzt einfach frecherweise mal den Part von hier oben und sage, okay, wir haben hier Form-Control-Name Vorname und wir haben hier Placeholder, sagen wir Vorname, kopieren uns das Ganze hier einmal runter und sagen, okay, wir haben hier Nachname und hier auch als Placeholder Nachname. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und hier drauf drücke, kriegen wir zwei Formularfelder, aber ihr seht, irgendwie kriegen wir hier keine Validation, obwohl ich das da reingemacht habe, obwohl hier unser Form-Control-Name Nachname heißt oder halt Vorname und da sind ja auch dieselben Namen, die hier drin kommen. Warum kriege ich denn hier keine Validation, aber hier oben funktioniert das? Das Problem ist, wir sind hier auch in einer Form-Group und aktuell würde dieses Form-Feld, also dieser Form-Control-Name-Vorname, nur greifen, wenn auf unserer obersten Ebene, also quasi auf unserem eigentlichen Formular hier, ein Vornamen-Control wäre. Das ist es nicht, sondern wir haben hier drin ja eine eigene Form-Group und diese müssen wir noch definieren. Und zwar sagen wir jetzt hier auf unserem Form-Array oder dem Div-Container, der muss nicht die Klasse Form-Array haben, sondern dem Parent-Element einfach nur unseres Mitglieder Divbox Elementes und sagen hier Form Group Name. Und hier hat er etwas falsch gemacht und zwar brauchen wir hier nur das. Und das, was wir hier übergeben, ist einfach unser Index. Und das ist ein bisschen strange, muss ich sagen. Das finde ich nicht so gut gelöst, aber unser Index ist quasi unser Form Group Name unseres Form Arrays. Und hier sage ich jetzt Best Practice mäßig noch, unser Index ist gleichzeitig auch einfach unsere ID, damit wir gegebenenfalls dieses Element highlighten oder beeinflussen können, sollte man das immer mit drauf rendern. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und wir hier ein neues Mitglied hinzufügen und ich hier reinklicke und rausklicke, greift unsere Validation innerhalb unserer Mitgliedergruppe und ich kann hier jede Menge neue hinzufügen. Aber ihr seht, ich habe hier auch noch keinen Knopf, etwas zu entfernen. Und das ist das Letzte, was wir jetzt machen wollen, weil bei so dynamischen Formularen muss man die Möglichkeit haben, diese auch wieder entfernen zu können. So, das Erste, was wir machen müssen, wenn wir natürlich jetzt ein Feld entfernen möchten, brauchen wir einen Trigger. Und dafür nutzen wir natürlich wieder einen Button, alles andere wäre sinnlos. Und hier sagen wir RemoveMember und natürlich Mitglied entfernen. Und damit ist das Ganze schon abgeschlossen, wird jetzt natürlich failen, weil diese Funktion nicht existiert. Aber diese Funktion erwartet von uns auch noch den Index. Aber warum? Wir müssen hier irgendwie definieren, welchen Form-Array oder welches Child unseres Form-Arrays wir entfernen möchten. Und dafür brauchen wir den Index, damit wir auch das richtige Element entfernen. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab und gehen jetzt in unsere TypeScript-Datei und sagen hier, okay, wir haben eine Public-Funktion, diese heißt RemoveMember, die erwartet von uns einen Index vom Type Number. Die returnt uns nichts,
Und jetzt könnten wir hingehen und sagen, okay, wir rufen unser Formular auf, suchen da Index of mit allen möglichen Zeugs. Und das habe ich schon alles gesehen, dass Leute das echt kompliziert aus ihrem Subform oder so rausgelöscht haben. Aber das muss man alles gar nicht, sondern man kann einfach sagen sys. Und hier sagen wir unseren Getter, also Memberlist. Und in dem Moment müssen wir einfach nur sagen remove at. Und hier übergeben wir unseren Index. Mehr müssen wir gar nicht tun. In dem Moment ist unsere Funktion definiert. Ich kann eine Mitgliedsgruppe hinzufügen. Ich kann diese auch wieder entfernen. Ich kann auch ganz viele hinzufügen. Und ich kann dann eine bestimmte wieder entfernen. Die werden alle mitvalidiert, wie ihr am Anfang gesehen habt. Damit ist unser Formular valide. Wenn ich eine rauslösche, ist es nicht mehr valide. Und damit haben wir ein voll funktionsfähiges Reactive-Form mit einem dynamischen Inhalt. Und ihr könnt, wie gesagt, auch komplett generische Gruppen hier erzeugen. Das muss nicht immer die gleiche sein, sondern ihr könnt hier auch eine Gruppe erzeugen mit Vor-, Nachname und E-Mail und eine mit Vor-, Nachname, Telefonnummer per Zufall oder was auch immer euer Projekt von euch verlangt. So, das war's auch schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung auch jede Menge Social Media Links oder Amazon Affiliate Links, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.